Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar Let's Create Arma 3. Schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt und heute kümmern wir uns um die Ausrüstungsskripte. Das wurde sich ja gewünscht und damit beginnen wir heute auch. Dazu öffnen wir einmal unseren Missionsordner in der Mission.sqm. So, gehen das mal rein, suchen unsere Mission, Jungle Fire. Da haben wir sie. Ne, falsch. Ist es die? Doch, das müsste die sein. Ja, das passt die, das ist die. Die brauchen wir auf jeden Fall erstmal von uns, dass wir erstmal eine Mission haben, die für uns ist. So, die Jungle Fire, hier werden wir gleich mal die Skripte erstellen, den Ordner. Und fangen auch an mit dem, würde ich sagen, Lead.sqf. Oh, falsche Datei. Und Lead.sqf. Ihr habt euch das hier gewünscht, dass das Ganze kommt und vielen Dank da auch für euer Feedback, was ich bekommen habe. Und natürlich möchte ich euch den Gefallen tun und dass wir daran gemeinsam arbeiten. Wie gesagt, wir werden hier ein, zwei Ausrüstungsskripte gemeinsam machen. Die restlichen Ausrüstungsskripte werde ich dann offscreen machen, weil ich der Meinung bin, zu viel Ausrüstungsskripte ist auch langweilig. Aber meine nette Abwechslung im Gegensatz zu dem normalen Editor ist das auf jeden Fall. Und wenn, habe ich ja gesagt, wollte ich den größten Teil an Cut machen. Aber solche Sachen, die sich sowieso wiederholen, ist sowieso eine Sache. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir, dass ich das vielleicht ein bisschen überspringe, zumindest eine Folge mache. Müsst ihr mir sagen, wenn die Folge sehr gut ankommt, dann könnte ich auch gerne noch eine zweite Folge machen, wenn ihr darauf Lust habt. Das müsst ihr für euch entscheiden. Darunter bitte ich um Feedback unter die Kommentare, damit ich da Bescheid weiß. So, wir brauchen auf jeden Fall die Drobentar-Mission. Den hätte ich auf jeden Fall. Die Fleckentar und so rum. Mit Langärmel nehmen wir. Wir machen erstmal die Grundausstattung des Soldaten, die Weste und den Rucksack, dass wir es mal optisch haben, bevor wir gleich die Waffen anpassen werden. Hier fehlt mir ja persönlich immer noch eine Suchfunktion. Das wird aber eine Wunschvorstellung sein für auf ewig, befürchte ich. Da es hier sehr, sehr viel wäre mit Zoom, bitte ich zu entscheiden, dass ich hier nicht zoome, weil ich einfach der Meinung bin, die Ausrüstung habe ich schon mal gemacht, richtig ausführlich auch erklärt im Tutorial, aber wenn ich dann hier so zoome, das würde ja den Rahmen sprengen, denke ich, zumal es dann auch zu mit den Hin und Hers mit den zu viel Schnickschnack wirkt. Ich hoffe, man verzeiht es mir, vor allen Dingen an dich, Deadman, ich hoffe, du vergibst mir. So, ich suche aber eigentlich die Flecktarnweste, wo ich schon dreimal vorbeigegangen bin, wie wir das von mir kennen, weil ich zu schnell bin. So, dann gehen wir mit Mausrad runter, da haben wir sie doch. So, ich hätte gern den Lead als erstes, den machen wir erstmal, der kriegt die Normal Rifle, den Squad Leader kriegt der in dem Fall, das passen wir auch alles ordnungsgemäß an, das sieht schon mal sehr schön aus und der Lead bekommt von uns dadurch, dass wir ohne Helikopter arbeiten, nur einen kleinen Teil nehmen, bekommt er von mir auch kein großes Funkgerät, sondern er bekommt von mir einen normalen Rucksack, weil ich mir der Meinung bin, das reicht eigentlich aus, oder? So, schauen wir erstmal ganz kurz rein, ob es da irgendeine schöne Flecktarn gibt, ja. Ja, ne? Das sieht schön aus. Die sieht schön aus. Dann brauchen wir noch einen schönen Helm. Damit fangen wir an, bevor wir gleich die Ausrüstung verteilen. Ist die zweite Folge die Woche übrigens. Ich hoffe, Sonntag klappt auch soweit. Ist auf jeden Fall ein Plan. Diese Folge werde ich, nach dieser Folge werde ich vermutlich direkt, ich betone, vermutlich die Sonntagsfolge aufnehmen. Wenn ich jetzt in der Sonntagsfolge noch nicht auf Feedback von euch eingehe, sei es mir bitte verziehen. Das ist gut möglich, aber ja, ich hoffe, das vergebt ihr mir. Ich verneige mich vor euch, wenn ihr mir vergebt. So. Übrigens auch möchte ich mich bedanken für die Teilnehmer, die beim Livestream dabei waren. War sehr, sehr cool und sehr amüsant, nachdem ich ja gezeigt habe, ich kann Helikopter fliegen. Muss ich sagen, ist ja alles wieder gut. So ein bisschen. Schön, dass ihr auf jeden Fall dabei wart. Freut mich. Wird wieder öfter Stream geben. Der nächste Stream ist definitiv diese Woche Sonntag. Da ist das Community-Event. Wenn ihr mal Bock habt, mit mir zu spielen, schreibt mich entweder auf Facebook an oder hier persönlich. Dann gebe ich euch die Daten zum Preset und dann können wir gemeinsam mal zocken. Sonntags ist immer das Community-Event und ich finde es immer schön, weil da kann man auch direkt mit der Community zusammenarbeiten. Klar, das kann ich auch im Stream, aber hier kann man dann doch mit der Community noch ein bisschen besser zusammenarbeiten, wenn man einfach gemeinsam zockt. Also wenn ihr darauf Bock habt, schreibt mich an, die sind immer regelmäßig sonntags. Einfach anschreiben, mir Bescheid geben und dann kriegt ihr die Daten von mir. So, wir brauchen den Flecktarn-Helm erstmal, das wollte ich machen. Die haben jetzt zwar von den KSK-Helm, aber ich suche eigentlich die normalen. Haben die normal? Ich weiß gerade gar nicht. So richtig sehe ich das gar nicht. Ah, hier haben wir es doch. Da haben wir doch die normalen, das sieht gut aus. Ja, Big D nehmen wir, der ist cooler. Den mag ich irgendwie mehr. So. Das sieht sehr schön aus. Eine Brille bekommt er nicht. Oder wollen wir sowas geben? Wir sind ja bei der Nachtaktion. Wollen wir sowas geben? Ne, das ist ja Opfer, aber ist ja egal. Aber nee, dann heißt wieder, man kann, oder? Sowas? Nee.
Gibt es auch in Grün vielleicht? Das wäre sau stark. Wir haben doch sau viel hier. Oder sowas hier, ne? Schön die Ghost-Maske, ja, genau. Call of Duty lässt grüßen. Ja, auch ich habe Call of Duty gespielt. Man vergebe mir deswegen. Nein, ist ja auch. Wenn man mal abschalten will, ein gutes Spiel. Man darf kein Niveau erwarten, aber es ist sonst ja auch ein gutes Spiel. Das nehmen wir, oder? Wollen wir sowas machen, ne? Was meint ihr? Ja, oder? Das sieht ein bisschen stylisch aus. Mir gefällt das, weiß nicht. Oder ja, doch, können wir nehmen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das so wollt. Ob wir das Bandana mitnehmen, sozusagen. Oder die Sichtschutz, die Sturmmaske, nennen wir es doch mal so. Einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr darauf Bock habt. So. G36. Und zwar haben wir mehrere Auswahl. Und zwar, wir haben die Bundeswehr G36. Aber wir haben auch die G36 der HLC-Waffen. Und die werden wir auch nehmen. Weil ich persönlich finde die auch ein bisschen hübscher. Ich finde die jetzt aber von der Bundeswehr-Mod nicht hässlich, muss ich dazu sagen. Das muss man dazu sagen. Und ich fände, ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt eine schöne Spezialeinheit sind, nehmen wir die Kommando-Variante. Wo ist der Unterschied? Die ist ein bisschen kürzer. Und sieht irgendwie stylisch aus. Also ich mag die. Wenn ich jetzt mal kurz angucken im Lauf, sieht die ja ganz schön aus eigentlich. Ich finde die eigentlich ganz hübsch. Und bin ganz froh, dass HLC das Ganze jetzt gemacht hat, mit reingenommen hat. Denn ich finde ja die G36 eine sehr, sehr schöne Waffe. Und muss zugeben, in meinen Missionen, Community-Missionen oder so, die Selbstskripte, Zeus-Mission ist was anderes, spielen was anderes. Aber ich arbeite zum Beispiel größtenteils nur noch, ich betone größtenteils nur noch, an Bundeswehr-Missionen mit Bundeswehrwaffen und Bundeswehr-Equipment, weil ich es einfach auch schön finde. Ja, das muss man dazu sagen. Also ich finde, I like. So, mal schauen, wann die Map übrigens fertig wird. Man könnte ja mal ein Datum schätzen. Was sagt ihr? Ich sage, wir können die Map im Mai spielen. Das ist so mein, na, nicht Mai. April, denke ich. April können wir die Map spielen. Zur Mitte, Anfang Mitte April, denke ich, werden wir mit der Map fertig sein. Mal schauen, ob wir das packen. Das wäre nicht schlecht, ne? So, die Optik bleibt auf jeden Fall dieselbe. Die wechseln wir jetzt in dem Fall nicht. Dann kriegen sie noch einen Schalldämpfer drauf, würde ich sagen. Nehmen wir den hier. Ja, der ist schön. Dann gehen wir B-Board, kriegen wir auch noch drauf. Wir sind ja voll Special, obwohl das ist hässlich. Ich finde das immer hässlich, aber praktisch ist es, aber ich finde es hässlich da unten drunter. Aber Hässlichkeit ist ja eigentlich das eine, ne? Ja, egal, aber Laser gibt es nicht drauf. Also du kannst keinen Laser drauf machen, aber sämtlichen anderen Scheiß. Okay. Du kannst den Silencer auch drauf machen, der Bundeswehr-Mod. Nice, nice. So, das klappt, das sieht gut aus. Ich finde die Waffe hübsch. Also, ich weiß nicht, ich finde die ganz schön. Also, es gibt echt hässlichere Waffen auf der Welt. Als die, muss man dazu sagen. So, das passt. Aber kann man hier vielleicht, das würde ich gerne mal machen, schauen wir mal, kommt mir das Equipment. Ich sehe die besser. Da kann man nämlich noch das Visier drauf machen. Ich würde gerne mal auch eine. Gibt es auch eine, wo wir den Laser drauf machen können? Ja, hier geht das. Also, die ganz kurze Variante, das ist ja schon eine. Ist schon richtig süß, das Ding, ne? Aber gibt das sonst. Gibt es nicht? Ach, hier, an der KMLC. Was kann man denn da? Was ist denn der Unterschied? Ach ne, das ist ein größeres Magazin. Die geht auch. Jetzt muss ich zugeben, weiß ich gar nicht, wo der Unterschied ist. KV, kack. Ey, guck mal, wie G36-Varianten es gibt. Das ist ja der Wahnsinn. So. Dann nehmen wir doch die kurze. Komm, wir nehmen die kurze hier, oder? Geht da auch das Visier drauf? Das war ja so arschklar, bestimmt nicht, hä? Ja, genau. Was, da kann man nicht das normale Visier drauf machen? Achso, das ist generell eine ohne normalerweise. Ah, okay. Gut zu wissen, siehst du? Man lernt immer, man lernt nie aus. Ich muss sagen, jetzt habe ich mich mit den G36 von den HLC noch gar nicht so krass beschäftigt. Ach, scheiß drauf, brauchen wir einen Laser? Ja, ne, Laser ist schon cool. Oder wir nehmen einfach die normale G36, also größere Variante. Müsste ja dann eigentlich sein, die generell. Da geht es aber auch kein Laser drauf. What the fuck? Ist das die Waffe, die ich haben wollte? Ja. Die können wir auf jeden Fall nehmen. Ja, nehmen wir die, oder? Ja, die nehmen wir. Die ist hübsch. Aber da geht ja auch kein Laser drauf. Sackhaken. Ne, da können wir gleich die K-Variante nehmen. Dann nehmen wir gleich die K-Variante, habe ich entschieden. So. Den hatten wir drauf. Da haben wir nichts drauf.
gibt's halt keinen Laser. Dann ist das halt. So, nun müssen wir mit IR-Granaten arbeiten. Wäre auch noch eine Möglichkeit, ne? So, Weste. Da fangen wir jetzt erstmal an. Ein Nachtsichtgerät werde ich das mal hinzufügen. Schön in grün bitte, danke. Damit das auch nicht so passt. Dann hätte ich gerne den normalen Vektor 21. Das Problem ist, von der BW-Mod gibt es auch einen Vektor. Aber gut, dann nehmen wir gleich den normalen Vektor. Da sind wir einfach ganz innovativ und geben nur das Binokular. Das kriegen nur das Binokular. Obwohl, das ist ja der Lead, ne? Der Lead. Ne, der Lead bekommt den. Den Vektor 21, aber nur der Lead. Die Map bekommt er. GPS bekommt er auch. Das bekommt er auch. Navigation. Kompass auch okay. Watch bekommt er die. Also egal. Eine Waffe. Dann eine kleine Handfeuerwaffe dazu noch. Ich bin der Meinung, bin eigentlich Quatsch, oder? Die P8? Ja, komm, wir nehmen die P8. Kleine Handfeuerwaffe. Oder? Ich überlege gerade. Frage ist, den nutzt man denn? Wir sind im Dschungel, die nutzt du eh nicht. Nee, Quatsch. Weg. Können wir Gewicht sparen. Das ist ja Käse. So, fangen wir mal an. Magazine. 3 hier haben wir drin. Dann haben wir noch 5 hier drin hätte ich gerne. Nur 6. Dann hat der Leader 9 Magazine. Da kriegt er von mir noch so ein bisschen Granaten und so ein Quatsch. 2 Rauchgranaten weiß, eine rot. 3 Granaten normal. Ja, IR-Granate bekommt er auch eine. Sprengsätze bekommt er keine. Bandagen, jetzt geht's los. Die tun wir alles in den Rucksack. Morphin bekommt er auch in den Rucksack. Das bekommt er alles in den Rucksack. Was ist denn im Rucksack drin? Warum ist denn der so voll? Ah, Granaten. Mehrere, na gut, okay. Natürlich Blödsinn, die brauchen wir natürlich jetzt nicht. Gott, ist ja standardmäßig so viel drin. Oh Gott. Da fehlt mir auch so ein Button, alles löscht, alles rausnehmen, was, ne? Das würde mir auch noch so ein bisschen fehlen. Was ich aber gerne im Rucksack nur tun würde, wären 1, 2 in der ER-Granaten. Warum? Weil wir so wenig drin haben. So, was er bekommt, der, wir reden vom Leader, er bekommt von mir Mikrochip, Dagre. Morphin bekommt er auch 3. Epinephrin bekommt er 1 mit rein. Bei der Community bin ich immer ein bisschen großzügiger. 7 Bandagen. Map Tools, Earplugs auf jeden Fall. Das dürfen wir nicht vergessen. Kabelbinder 2, sonst nötet der liebe Nylock rum. Krieg ich auch wieder Ärger, weißt du? Muss ja immer ein bisschen die Gemüter befriedigen. Tourniquet brauchen wir nicht. Wir spielen ja mit dem Standard Ace Medical System. Das heißt, wir brauchen da erstmal nichts. Das sieht gut aus. Ja. Da würde ich schon fast sagen. Schaut ja super aus. Aha. So. Gucken wir mal. Das braucht er nicht. Map Tools hat er. Ich überlege. Nee, oder? Aber wir können ihn noch vielleicht 1, 2 Granaten. Nee. Ich würde ihn gerne noch eine Granate reintun. Aber braucht man das? Nein, so viele nicht. Wie viel Gewicht hat er denn überhaupt? Lass uns mal checken. 9 Magazine. 25 Kilo, da geht noch was, ne? Da überlege ich, ob ich ihn noch ein paar Tracer reinpacke. Die? Was sind denn die Tracer hier? Ich glaube, die SO. Wann ist die? Ich glaube, das waren doch die, oder? Sind das Tracer? Jetzt sehe ich das natürlich nicht so gut, dass Tracer sind. Nee, das sind natürlich keine Tracer, war ja klar. So, dann müssen wir das wieder rausnehmen. So. Dann packen wir das so ein. Kriegt er nicht noch so eine? Man sieht halt hier auch nichts so richtig, ne? Ja, beenden wir, genau, klar. Advanced Penetrate. Nee, was ist das denn? Warte mal. Gibt es da überhaupt Tracer-Munition? Ich sag das hier so ganz locker. Und ich müsste entschuldigen. Hier ist gerade was umgekippt. So. Aha. Das sind 3 Magazine, glaube ich, von drin. Ah, nee, warte mal. Da sieht man es doch ganz gut. Hier rechts ist doch hier super toll. Alles weiß. Ist natürlich blöd an der Farbe, ne?
Ja, ich glaube, da gibt's gar keine Tracer, ne? Weil die S, das sind ja Sounds, das sind die leisen, das sind für die. Ich bin ganz verwirrt. Davon noch drei reinpacken? SPR. Okay, das ist so richtig, gibt's gar keine Tracer, auch nicht schlecht. Das ist natürlich ein bisschen doof. Das ist natürlich ein bisschen uncool. Kriegt er auch hier noch zwei Magazine. Ist halt so, wir haben Platz. Wie viel wiegt der denn jetzt? Das fragen wir mal so. 26 Kilo ist immer noch nicht so viel, ne? Würde ich mir träumen, wenn ich so wenig in echt legen würde. So. Arsenal geben wir es mal rein. Das passt, das passt. Ja, würde ich sagen. Sieht gut aus, wir haben unser Lied fertig. Chemlight noch? Komm. Nee, ein Chemlight. Nee. Bullshit braucht man nicht, oder? Was er vielleicht noch machen könnte, das fände ich vielleicht eine gute Idee. Noch eine Blendgranate oder sowas. Eine Consusen ist das nicht? Ja, ist das mich Blend? Ja. Hello Smoke. Ich überlege, was ich gerade noch geben könnte. Eine CS-Gasgranate. Ja, komm, die geben wir noch. Zwei noch eine Stuntgranate gegen die auch noch. Weil, wenn wir eine Geistenbefreiung machen, müssen wir die Möglichkeit haben, ne? Das ist ja nicht verkehrt. So, jetzt wiegen wir auch 27,4 Kilo. Das ist vollkommen super. Damit können wir leben. Das ist was, womit wir echt leben können. Ah, ja, sieht gut aus. Schaut doch super aus, würde ich sagen, oder? Dann klicken wir einmal auf Export. Gehen unsere Skripte rein. Ziehen den mal darüber jetzt hier. So, zack. Und bearbeiten das gleich mal schnell noch. Na, das. Im Player setzen wir das Ganze. Das brauchen wir nicht. Das passt. Dann brauchen wir jedes Funkgerät. Die Identität löschen wir, dass jeder aussehen kann, wie er will. So, Ace Vector passt auch. Das sieht gut aus. Da hat er reingefügt. Den Soundprozessor haben wir hier drin. Das Magazin ist drin. Magazin haben wir drin. So sieht übrigens halt ein Ausrüstungskit fertig aus. Was man jetzt zusammengebastelt hat. Früher habe ich das ganz umständlich gemacht. Also musste man es auch machen. Ganz früher, bevor das Arsenal gab, musste man alles selbst raussuchen und reinschreiben. Und dass man vorher gesehen hat, wie es aussieht. Deswegen ist das schon jetzt echt eine gute Sache, das virtuelle Arsenal. Da muss ich sagen, das möchte ich nicht mehr vermissen. Aber irgendwann soll es ja auch ein Loadout-Ding von Deadman Miller geben. Da bin ich auch gespannt, was kommen wird. Und nochmal Zeitdruck, check. So. Ah, das sieht gut aus. NV Goggles Independent, das passt eigentlich auch. Da würde ich sagen, schaut das schon super aus. Und würde ich auch sagen, sind wir dadurch, dass es in der Woche ist, am Ende unserer Folge angelangt. Sagt mir, ob ihr mehr solche Folgen wollt mit den Ausrüstungsskripten oder ob ihr sagt, na ja, einmal gesehen reicht. Ist ja auch nicht schlimm, nehme ich euch auch absolut nicht krumm. Das ist nicht für jeden was mit den Ausrüstungsskripten. Dann gehen wir so weiter. Nächste Woche, diese Woche Sonntag, wird es nochmal ein normales Tutorial geben. Also ein normales Let's Create mit dem Editor selbst. Und darauf, wenn ihr sagt, ihr wollt noch eins, kann ich gerne noch eins aufnehmen. Würde ich sehr, sehr gerne machen. Lasst mir Feedback da und ich möchte sagen, vielen Dank, dass ihr mir bereits immer so, so fleißig Feedback gegeben habt. Und damit bleibt mir eigentlich nur eines zu sagen, als vielen Dank für alles, Leute. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank für alles. Noch viele gemeinsame Jahre hoffentlich noch. Und ich sage damit vielen Dank und ich wünsche euch das Beste. Ihr seid die Besten. Bis bald, euer Martin. Ciao.